Moin und willkommen zu einem neuen Gaming-Video hier auf unserem Kanal. Heute der letzte Fahrteil von Faido nach... Ja, in die Kantonshauptstadt Bellinzona. Nach Bellinzona mit dem Train Simulator 2021 und let's go! So, jetzt geht's los. So Leute, jetzt stehen wir in Faido, das war unsere letzte Station. Und heute machen wir die letzte Etappe über Biasca nach Bellinzona. Ja, das heißt, wir sind jetzt schon im Spiel drin, haben den gleichen Zug wie letztes Mal, zweiteilig den 523, wie heißt der? Oder kommt Gegenzug? Das ist der Flirt. Genau, der überholt uns jetzt oder Gegenzug? Ja. Das ist der Gegenzug, der fährt jetzt bergwärts Richtung Gotthard hoch. Schön, wie sich der da entlang schlängelt. Aber zuerst brauchen wir ja Licht. Das da ist doch das richtige Licht hier. So. Bei uns ein bisschen leiser machen. So. Ah, dann den Hebel hier nach vorne. Ja, wir wollen ja nicht kriechen. Genau. Ja. 80 wollen wir schon halten oder 90? Führerstandslicht. Und erstmal die Leute ein- und aussteigen lassen. Also eher einsteigen lassen, ja. Können wir gleich abdüsen? Ja, das können wir dann gleich abfahren. So, jetzt geht's los. Türen sind zu. Batzer! Let's go! Abfahrt! Gegend von Faido. Ach ja, wenn das Spiel ein bisschen zu laut ist, dann muss ich da noch den Rest rumschrauben. Weil jetzt hat hier sieht es eher so aus. Oh. Auch schön diese Doppelbrücke. Oh Mann. Ist ja mal ziemlich runter. Ja klar, es geht jetzt ständig bergab. Ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ich glaube, Bellinzona liegt, glaube ich, auf 250 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist schon relativ niedrig. Und da geht schon, muss es schon richtig runtergehen, bis wir diese Meereshöhe erreicht haben. Also zum Vergleich, Erstfeld lag ein bisschen höher, wo wir gestartet sind. Also wir fahren wesentlich mehr runter, als wir hochgefahren sind. Da haben wir noch ein paar Stunden Stückchen vor uns. 42 Kilometer. 42? Mhm. Ja, das ist okay. Es ist halt so geil, wenn noch so ein Krokodil uns entgegenkommt. Das ist so Wunschdenken, ja. So eine alte Stangenjäger. An der Streckenführung und so hat sich ja nicht viel geändert. Das ist eigentlich noch so wie vor 100 Jahren. Fast. Gut, die Orte werden sich wahrscheinlich ein bisschen geändert haben. Ja. Aber die Trassierung und so, das hat es eigentlich ziemlich gleich gegeben. Da ist die Kirche. Schau, wie cool. Könnte Jornico sein, das ist nicht sicher. Schon italienischer Baustil. Okay.
zu. In der Aufnahme ist, glaube ich, das sehr, sehr laut. Besser als etwas zu langsam als zu schnell. Wenn man sich vorstellt, welche berühmte Züge da entlang gefahren sind in den letzten 100 Jahren, das ist schon eine Menge gewesen. Der Churchill-Pfeil, der Gotthardo, natürlich das Krokodil, die AE66, die RE66, die alle möglichen internationalen Züge sind hier durchgefahren. Lavorgo. Lavorgo, genau. Natürlich wieder Bombenwetter. Kein Wölkchen am Himmel. Schon ungewöhnlich fürs Tessin, dass es ganz wolkenlos ist. So geht's dahin. Durch schmucke Dörfchen geht's abwärts. Es kommen relativ wenige Tunnel, habe ich das Gefühl. Ja klar, das spart man sich natürlich, wenn es irgendwie geht. Versucht man die Trassierung ohne viel Brücken und Tunnels zu machen. Fast in der Schweiz fast unmöglich, aber man versucht es trotzdem. Weil die kosten natürlich auch eine Menge Geld. Diese Kunstbauten. Ja, aber ich sehe, da kommt gleich ein Tunnel. Ja. Ein paar Tunnels wird es schon noch geben, ja. Alles Tal weitet sich ja. Je tiefer man kommt, desto weiter wird das Tal. Jetzt haben wir rückwärts geschaut. Schon wieder draußen. Gleich kommt noch ein Tunnel. Da ist, glaube ich, wieder eine Autobahnbrücke hier. Das ist die Autobahnbrücke, genau. Die Gotthard-Autobahn. Ja, da ist man nach Italien gefahren. Da unten ist noch eine Strecke. Achso, das sind wir gleich. Ja, das windet sich. Das ist dann wieder. Hier geht es jetzt wieder in Serpentine wieder runter, so ähnlich. Die Autobahn über uns schon. Ja, ist ein enges Tal. Da muss man für alles Platz finden. Die Autobahn für die Kantonstraße, die ist da jetzt da unten gewesen. Das ist die Kantonstraße und die Autobahn ist da drüber. Genau. Und das ist schon recht eng da. Geht schon recht eng zu. Ja, und alles Richtung Bella Italia sozusagen. So, jetzt sind wir ja auf dem Weg nach Biasca erstmal. Das liegt dann dazwischen. Das ist einer der großen Stationen, die wir jetzt heute noch anfahren werden, bevor es nach Bellinzona dann geht. Ja,
Erkennt man das denn nicht auch, dieses hier? Was ist damit? Ah, ein Podio müssen wir doch anhalten. Das wird doch anhalten? Ja. Ja, wir sind ja in der Art S-Bahn, eigentlich muss man nicht in der Station anhalten. Also wir verbinden quasi die Orte miteinander. Der Bahnsteig ist wir sind ja hier nicht der Rheingold. Da ist der Bahnhof. So, jetzt zur Anhaltung. Da sind schon ein paar Leute, die auf uns gewartet haben. Ja, das müsste gerade noch so geklappt haben. Wir stehen schon ganz gut, glaube ich. Ja, perfekt. Perfekt. Geparkt. Na. Fast perfekt geparkt. Ja, der Zug ist halt zu lang. Naja, zweiteilig ist schon. Ja, der ganze Zug passt da schon gar nicht mehr hin an Bahnsteig. Und so, schön sind so. Und weiter geht's Richtung. Jetzt geht's weiter Richtung Vjaska. Die Orte werden natürlich jetzt auch ein bisschen größer, so mit der Zeit. Weil sie auch mehr Platz haben, weil auch das Gelände sich weitet. Vielleicht können wir 105 fahren. Dann können wir 125 fahren. Was können wir auf 105? Mhm. Und gleich auf 125. Ja, das sind wir schon in der Ebene. Relativ. Aber als nächstes müsste ja schon Vjaska kommen, oder? Das müsste eigentlich schon der nächste Ort sein. Also hier ist schon. Guck mal, da ist glaube ich die neue Röhre. Hm? Hier. Hier fängt Dings mit der neuen Röhre an. Vjaska? Hier doch. Es könnte sein, dass da. Also ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wo der Basistunnel hier anfängt. Doch, da waren zwei Röhren. Da. Ja, es könnte sein, dass es hier ist. Ja. Könnte sein, ja. Da. Ja, möglich. Ja. Dass man hier schon anfängt. Oh, gleich müssen wir auf 95 km/h runterbremsen. Wir fahren immer entlang der Ticino. Die fließt dann irgendwann in den Lago Maggiore und fließt weiter dann Richtung Po und Po-Ebene. So, schön, dass wir grün haben. Den meinen Vjaska werden wir auf jeden Fall halten. Aber wir haben noch 20 Kilometer. Achso, wir fahren bis Bellinzona durch, nicht dann nach Vjaska. Aha. Ja, Vjaska ist nicht die Endstation. Ja, das habe ich gerade gedacht. Aber wir haben schon gut die Hälfte jetzt.
mit 70 also durchbrettern. So, da sind die Gleisanlagen von Biaska. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, von Biaska aus kann man dann in das Tal zum Lukmania-Pass hochfahren. Das wäre dann praktisch hinter uns, nordwärts. So, Biaska. Das ist schon ein etwas größerer Ort. Sehr schön eingeparkt, muss ich sagen. Mhm. Auch die alten Stationsgebäude. So, mal sehen, wenn sich die Türen schließen. Jetzt. Und ab geht's. Die letzte Etappe. So, jetzt habe ich wie versprochen, hat sich das Tal jetzt geweitet. Also hier schon kann man schon alles Mögliche anpflanzen. Schon eine sehr fruchtbare Gegend. Zumal es hier auch immer wieder heftige Gewitter auch gibt. Ich beschreibe mal auf 125, auf 120. Und schon gleich dort. Schöne Geschwindigkeit, muss ich sagen. Mhm. Kurzer Tunnel. Ich glaube, hier kann man diesen Zug schön ausfahren. Mhm. Hier geht es ja auch nicht runter oder irgendwie sowas. Also nicht mehr so sehr. Bisschen runter schon noch. Vielleicht können wir nochmal auf 125 beschleunigen. Mhm. Also 5 km/h mehr.
Naja, zwischen Bellinzona und Lugano gibt es jetzt auch einen neuen Basistunnel. Da kann man jetzt auch wesentlich schneller von jetzt von Bellinzona nach Lugano fahren. Und damit ist die NEAD quasi jetzt fertig mit dem neuen Gotthard-Basistunnel und dem Basistunnel eben zwischen Bellinzona und Lugano. Damit ist die NEAD hier in dem Bereich auf jeden Fall fertiggestellt. So, gleich können wir beschleunigen. Jetzt geht's hoch mit der Geschwindigkeit. So, dann geht's dahin. Wieder so eine alte Kirche. Schön diese Geschwindigkeit. Jetzt haben wir auch bald unser Ziel erreicht. Bellinzona ist jetzt nicht mehr so weit weg. 10 Kilometer noch. So, wir können noch langsam auch mal gucken, dass wir auch wieder auf 120 kommen. Denn da gleich ist nur noch 120 erlaubt. Das war mal ein Bahnhof, oder? Also aufgelassen. Also was heißt ausgelassen? Aufgelassen, also der ist nicht mehr in Betrieb wahrscheinlich. Nee. Sechs Kilometer noch. Oh, das ging jetzt aber flott. Ja, dann sind wir praktisch auf den letzten Metern zur Kantonshauptstadt Bellinzona. Ja. Kastione müssen wir halten. Kastione. Ist ja schon fast ein Vorort. Ja, und danach gehst du noch mit 90 km/h weiter. Wir schauen mal, dass wir nach runtergekommen mit der Geschwindigkeit. Oh ja, da vorne ist schon die Station. Ja, das ist doch gut.
So, wir können ausrollen lassen. Also, was heißt ausrollen? Ja, Bellinzona kann man auch noch. Also ist man früher, gab es noch eine Bahn, glaube ich, nach Mesocco, in die Mesolcina, in dieses Seitental. Ist leider nicht mehr in Betrieb. Gehört übrigens auch zur Rätischen Bahn, war eine Meterspurbahn. Aber das gibt es leider alles nicht mehr. Aber was es aber noch gibt, das ist die Straße zum San Bernardino hoch. Kann man Bellinzona dann in nördliche Richtung direkt zum San Bernardino fahren. Ich muss sagen, wieder gut eingeparkt. So, die nächste Station müsste dann eigentlich Bellinzona sein. Oh ja, hier donnert einer durch. Ja, ein Schnellzug. So, dann können wir fahren. Die letzten Kilometer nach Bellinzona. Kommt er schnell um die Kurve. Hier ist übrigens mal die Landschaften. Also rechts geht's in die Mesolcina und links geht's Richtung Gotthard. Genau. Die Häuser werden auch immer höher. Man merkt, dass jetzt was Größeres kommt. Oh ja. 2 Kilometer. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Muss man noch in Bellinzona gut einparken. Anhalten. Anhalten. Ja, man könnte natürlich jetzt noch weiterfahren nach Lugano, aber das gibt das Spiel leider nicht her. Oder nach Locarno könnte man auch fahren. Oder nach Luino. Oder Chiasso. Also da gibt es jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Oder wenn man die ganz große Tour von hier aus noch macht, bis nach Milano. Gelb. Ja, da ist schon. Muss mal warten. Kein Gleis frei für uns. Das kann jetzt aber nicht sein. Ach, beim letzten Mal war das übrigens auch so, gell? Ja. Yeah. Das letzte Mal mussten wir vor Bellinzona auch kurz halten. Aber was heißt dieses gelbe Signal? Fahrt erwarten. Aber an welchem Signal? War da war, weil bei mir stand dann noch grün. Bei mir war da noch grün dann. Du tastest dich einfach vor. Vielleicht ist noch ein Gleis belegt und wir nehmen es wieder. Da vorne ist natürlich auch noch ein gelbes Signal, da werde ich anhalten. Und warten, bis dieses Signal grün ist. Ja, wenn ich die Landschaft hier so betrachte, also geradeaus durch, würde es jetzt nach Lugano gehen. Ein Tick weiter rechts, da wo dieser Einschnitt ist von der Landschaft her, das ist dann das Tal vom Lago Maggiore. Oder ist das langsam weiterfahren? Ich fahre einfach mal weiter. Tu mal so, wenn wir noch nichts gesehen haben.
müsste er da eigentlich Nothaltern einrichten. Wenn er trotz rotem Signal dann durchfährt. Oder was meinst du? Ist dann eigentlich schon. Also eigentlich müsste da eine Zwangsbremsung erfolgen, wenn man das Signal missachtet. Das Signal macht eigentlich nichts. Kann man schon merken. Wenn man dann auf den Zug auf. Aber ich denke mal, so weit wird es nicht kommen. So, vor uns sind also die Bahnsteige von Berlin-Zona. Es ist ein sehr großer Bahnhof. Es ist ja auch der Bahnhof der Kantonshauptstadt Berlin-Zona. So, wir haben das Ziel erreicht. Berlin-Zona, wir sind da. Ja. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, das war die Strecke von... Ja, von Fiaido. Sind wir gefahren bis über Biasca nach Berlin-Zona. Ja, und nochmal die ganze Strecke. Die ganze Strecke. Wir sind von Erstfeld losgefahren, sind bis Göschenen gefahren. Die zweite Etappe war von Göschenen nach Faido. Und die dritte Etappe heute war von Faido nach Berlin-Zona. Ja, wir haben da auch eine Playlist gemacht von den drei Videos, die wir über diese Strecke gemacht haben. Schaut sie euch gerne an, wenn es euch interessiert. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao, ciao.